Neue Ampelzank, die Grünen blockieren die Bezahlkarte. Ja, worum geht es genau? Bis zum Sommer sollen in fast allen Bundesländern Bezahlkarten für Asylbewerber eingeführt werden. Damit soll ein möglicher Missbrauch durch Bargeldzahlungen verhindert werden. Die notwendige Rechtssicherheit müsste durch eine Gesetzesänderung geregelt werden. Das sagen zumindest SPD und FDP. Die Grünen dagegen halten den rechtlichen Rahmen für ausreichend. Hamburg und Bayern haben die Karte bereits im Einsatz und deswegen brauche es auch keine bundesweite Gesetzesänderung. So die Grünen. Ja, und damit ist der nächste Ampelstreit bereits im vollen Gange. Sachleistungen über eine Debitkarte statt Bargeld. Diese Neuerung könnte eine Welle von Klagen in den Ländern nach sich ziehen, wenn sie nicht rechtssicher im Asylbewerberleistungsgesetz verankert wird, so wie eigentlich vereinbart. Doch dafür sieht die Grünen-Fraktion plötzlich keine Notwendigkeit mehr. Die Länder hätten alle rechtlichen Möglichkeiten. Eine Bundesgesetzänderung sei nicht nötig, so das Argument. Angeblich hängt der Gesetzestext seit Tagen im grünen Wirtschaftsministerium fest. Ich verstehe auch nicht, warum wir darüber jetzt einen Streit führen. Ich wäre dafür, den einfach nicht zu führen und in die Praxis zu schauen. Seit sehr vielen Monaten gibt es das in Hannover. Jetzt gibt es das von einer rot-grünen Regierung in Hamburg. In anderen Ländern wird es eingeführt. Viele Grünen finden die Bezahlkarte diskriminierend. Ohne bundesgesetzliche Regelung bleibt sie aber ein Kann-Projekt mit der Gefahr von Flickenteppichen in den einzelnen Ländern und Kommunen. Der Vorwurf an die Grünen, sie wollten die Anreize für Migranten gar nicht senken. FDP-Geschäftsführer Stefan Thome geht massiv auf die Grünen los, spricht von einem Schlag ins Gesicht der überlasteten Kommunen. Wir müssen irreguläre Migration wirksam begrenzen. Darin waren sich alle einig. Das ist natürlich unzumutbar. Die Kommunen brauchen, um das umzusetzen, eine klare Vorgabe und sind auch bereit. Ich kann nur von der Landeshauptstadt Düsseldorf berichten, die jetzt das umsetzen will, aber von ihrem eigenen Mehrheit im Land eben nicht unterstützt wird. Fragen Sie mal den CDU-Oberbürgermeister, wie lustig der das findet. Selbst die Sozialdemokraten werden scharf. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rielinger findet, es müsse in der Ampel doch möglich sein, einen Kompromiss mitzutragen. Und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese findet, Befindlichkeiten einzelner Grüner bezüglich der Bezahlkarte fehl am Platz in diesen Zeiten. Noch müssen sich die Länder in Sachen Bezahlkarte also selbst helfen, solange das Gezerre in der Ampel anhält. Ich möchte aber sprechen mit Dorothea Schopelius, denn Dorothea, es ist ja doch etwas schwer nachzuvollziehen. Wir haben es gerade gehört von dem Grünpolitiker Audrich, man solle den Streit einfach nicht führen. Die Länder, die machen es irgendwie schon. Warum sträubt man sich jetzt so davor, einfach eine gemeinsame Regelung zu finden, damit alle sicher sind, das, was sie tun, das geht so auch? Ja, Nele, es ist in der Tat auch als politischer Beobachter hier im Bundestag etwas verwirrend. Vor allem muss man ja auch einfach noch mal klarstellen, dass es ja nicht um die Bezahlkarte an sich geht. Darauf haben sich alle geeinigt, sondern um eine Bundesgesetzesänderung. Denn 14 von 16 Bundesländern haben sich schon auf ein gemeinsames Verfahren bezüglich der Bezahlkarte geeinigt. Und in Hannover und Hamburg läuft auch schon ein Projekt, wo das getestet wird, wo es die schon gibt. Also fragt man sich so ein bisschen, wo ist jetzt hier genau das Problem? Andreas Audrich sagt von den Grünen, dass das ist jetzt ein Beispiel einer der Grünen, der dagegen ist und sagt, man habe sich schon vor Monaten parteiübergreifend darauf geeinigt, dass es keine Gesetzesänderung brauche, um die Bezahlkarte durchzubringen. Eine Bestätigung dafür hätte es gegeben von Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtschef, der das in einem Brief nochmal geschrieben hätte. Die SPD und FDP widersprechen hier aber und sagen, man sei in dem Diskurs ja jetzt schon weiter, müsse das Gesetz ändern, um Bürokratie abzubauen, es günstiger zu machen und um auch rechtliche Lage zu klären, um zu verhindern, dass es danach eine Klagewelle zum Beispiel gibt, wenn man von eben Geld auf Sachleistungen oder auf diese Bezahlkarten umsteigt. Sebastian Hartmann von der SPD aber, das wäre jetzt wieder ein namentliches Beispiel von jemandem, der das ganz anders sieht als die Grünen, der hat auf Andreas Audrich geantwortet, dass dieser Brief jetzt völlig egal sei, weil man eben an einem völlig anderen Punkt sei. Also das Ganze ist sehr verwirrend und man weiß nicht so richtig, was stimmt jetzt und was nicht. Und es gibt auch noch ein weiteres Gerücht, was sich hier im Bundestag gerade herumspricht in den inneren Kreisen, und zwar, dass die Grünen versuchen, einen Deal zu machen, dass wenn sie Ja zur Bezahlkarte sagen, dann wird im Gegenzug dazu ja gesagt, dass die Grünen durchsetzen wollen, dass Flüchtlinge, die hier leben, Asylbewerber, die hier leben, die hier illegal leben, zum Arzt gehen können, ohne dass dann die Polizei gerufen wird und sie abgeschoben werden können. Das ist jetzt nochmal vielleicht ein Nebenschauplatz, finde ich aber wichtig zu erwähnen, weil man sich ja auch fragt, warum machen die Grünen das? Ist das vielleicht Taktik? Geht es hier vielleicht um etwas, was sie selber durchsetzen wollen und dafür was anderes kriegen? Aber egal, was es ist und egal, wieso, was klar ist, es ist ein handfester Ampelkoalitionsstreit und nach dem berühmten
berühmt-berüchtigten Heizungsgesetz haben wir ja schon so 2, 3, 4, 5, 18 Streits von der Ampelkoalition erlebt. Und für die Umfragewerte ist das alles andere als gut, denn die gehen momentan nur in eine Richtung, und zwar nach unten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.